Hallo liebe Trader, herzlich willkommen. Lasst uns unser wöchentliches Summary durchgehen. Im Euro-Dollar im großen Markt hatten wir erst hier ein schönes MTS unter dem Preis, schöner Short Trade. Wir verkaufen den Euro-Dollar hin zu diesem Ziel, dem mittleren Stopp. Zack, das wurde rausgenommen am 12. Und danach hat sich Euro-Dollar in so einer Konsolidierungszone bewegt, auf den niedrigeren Zeitframes. Aber wir sehen, dass wir insgesamt schon mehr, da man die Käufer haben, die grünen Bars. Über den Preis haben wir die ganzen Long-Positionen des dummen Geldes und unter dem Preis die ganzen Stops dieser Longies. Auch auf dem Net Da Money Indikator sehen wir, dass insgesamt mehr Käufer im Markt sind. Also ein bearish Outlook. Und wir hatten auch zwei verschiedene News Announcements in der Woche. Eigentlich drei. Zack, schon ging es nach unten. Gegen die Da Money Käufer. Okay, das Low wird mehrfach gesäubert und insgesamt haben diese Käufer diesen Squeeze gefuelt, wie wir sagen. Ja, also den Squeeze beflügelt. Damit setzt sich dieser Trend nach unten im Euro-Dollar fort. Das Tief wird gesäubert, Stops werden rausgenommen. Okay? Im Pfund-Dollar ähnliche Geschichte, aber das war eigentlich der bessere Trade, denn dort hatten wir, wie ich geschrieben habe, unter dem Preis den gleitenden Durchschnitt auf dem Tageschart. Dort setzt das dumme Geld gerne ihre Stops hin. Also haben wir da mal die Longies, einen entwickelnden Squeeze. Also geht es nach unten, Short Trade gegen die da mal die Käufer. Zwischendurch hatten wir dann den Pullback nach oben zu dem kleinen MTS am 12. hier. Aber zack, sobald das MTS mit einem Pip genommen wurde am 13. geht es runter unter das Tief. Und wie erwartet, wurde der gleitende Durchschnitt dann am 14. gesäubert. Also hier seht ihr, wie man mit Analyse auf verschiedenen Zeitrahmen ziemlich klar sehen kann mit der Kausalität, was passieren wird. Okay, natürlich werden diese Damani-Käufer in den Verlust gedrückt. Natürlich werden sie, die Algos, den gleitenden Durchschnitt säubern. Er ist in der Nähe, er ist greifbar. Nicht schwer vorher zu sehen, dass Pfund-Dollar nach unten ging. Okay? Haben wir oft gesehen, die ganze Geschichte. Seht ihr schön nochmal auf dem 4-Stunden-Chart. Ja, der Trend setzt sich natürlich fort, weil die Dumb-Money-Käufer denken, sie können hier billig in einen Reversal, in eine Umkehrung einsteigen und dies ist eben nicht möglich. Okay? Weiter geht's. Euro-Pfund ein bisschen komplexer. Erst wurden die MTS aus dem Markt genommen und hier sehen wir dann am 13., wie gegen diese Damani-Verkäufer, als es ein Pullback nach oben gibt, die Algos säubern den gleitenden Durchschnitt und kicken die Shorties aus dem Markt. Danach sehen wir, wie Longies reinkommen, also wieder ein Damani-Switch zu Longies hin. Dementsprechend geht es runter, die unteren gleitenden Durchschnitte werden gesäubert und wir haben auch ein bisschen 4 Stunden Umkehrungsenergie hier, wie man schön sieht auf dem Chart von 19 Minuten nach 7. Und dann haben wir folgende Geschichte, das war ein bisschen tricky. Also wir haben unter dem Preis ein schönes MTS mit Longies. Also ein Short Trade, ein Verkaufstrade hin zu dem Ziel. In diesem Punkt gab es erst noch ein Pullback nach oben. Also erst kam der Preis schön runter. Dann aber hatten wir über den Preis ein MTS, also ein Pullback, zack. Gegen diese paar Shorties, die werden rausgekickt. Aber insgesamt sehen wir, die Thematik könnte sich fortsetzen. Wenn nochmal Longies reinkommen nächste Woche, haben wir gute Chance, dass das untere MTS genommen wird. Australischer Dollar am 11. Erst ging es nach oben gegen diese Damani Shorties, die roten Bars. Ja, dann aber, sobald diese Order Gap Zone hier mit dem Pin gefüllt wurde, geht es sofort wieder runter gegen die Longies. Schönes MTS mit dem Preis, schöner Short Trade hier am 12. mit 4 Stunden Support. Einer der besten Trades der Woche, zack, wird das Ding genau mit dem Pin rausgenommen. Mein TP wurde genau gefüllt und dann ging es schon in die Gegenrichtung. Das ist immer eine tolle Sache, wenn es so eine Präzision gibt. Ja. Danach gab es so eine Art Post-Stop und Pullback. Solche Moves können auch tradable sein. Ich habe das jetzt nicht gemacht, aber gerade wenn Shorties reinkommen, kann man dann in die Gegenrichtung traden. Das sehen wir gleich nochmal in einem anderen Markt. Aber insgesamt sehen wir halt, wie, ja, der Markt ist schon sensitiv. Wenn Longies reinkommen, gibt es eine Art 4-Stunden-Reversal nach unten. Wie es bleibt, ist abzuwarten. Ja. Im Kiwi war ein bisschen neutral. Wir hatten MTS auf beiden Seiten, das sehen wir manchmal. Dementsprechend gab es dann nicht so viel zu tun. Das war ein schöner Trade, also MTS unter dem Preis
Schöne Chartformation, da haben wir natürlich hingeschortet und das klappte auch, zack. Aber dann danach sehen wir auch, wie wir immer noch auch MTS über den Preis haben, also neutral. Wir lassen den Kiwi in Ruhe, bis es wieder Buys gibt. Dollar Cut, wie vorher gesagt, einige der Verkäufer verlassen den Markt. Dementsprechend gibt es ein Pullback nach unten, dann kommen am 14. noch neue Käufer in den Markt. Also wird das Ganze nicht nur Pullback, sondern sie gehen ganz bis zum Tief hin auf dem 4-Stunden-Chart gegen die Damani-Käufer. Schöner Short Trade. Und insgesamt auf dem Tageschart sieht man hier schön, wie die Algorithmen die Hochs gesäubert haben, nachgetreten haben. Dann kamen Longies rein, Damani switcht zu Longies, also wird das Ganze ein Headfake. Es geht runter Richtung Moving Averages und man sieht auch schön am Net Damani-Indikator, wie die Käufer, ja, in den Markt dringen und die Verkäufer den Markt verlassen. Also nicht schwer vorherzusehen, dass der Dollar gerade runterkommen würde, bis er dann das Low geküsst hat und so eine Art Pullback hier mit 4 Stunden Energie am Schluss am Freitag nochmal machte. Okay. Dollar-Yen, tolle Sache, zack, Gap, runter genau bis zum unteren MTS, zack, hoch zum oberen. Schöner Long-Trade hin zum oberen, das war ein schöner Trade. Zack, ja, 12. hier, 45. Und dann am 13., zack, haben sie das Ziel erreicht. Es dauert manchmal 2-3 Tage, ja. Es geht nicht so schnell, aber ihr seht, die Marktstruktur verändert sich auch nicht so schnell. Das heißt, hier muss man auch wirklich dann den Trade laufen lassen, bis er das Ziel erreicht hat, übrigens, ja. Nach dem Trade hier so eine Post-Stop-Geschichte kann auch handelbar sein. Das ist für fortgeschrittene Trader. Kommen wir gleich nochmal zu. Und dann kamen Shorties rein. Die Algos säubern nochmal das Hoch hier komplett am Ende der Woche, ja. Pfund Yen, wir hatten den Gap nach unten. Okay, das war ein bisschen tricky. Dann hatten wir den Move nach oben, um diese MTS zu nehmen. Und hier, warte, wurde ich rausgestoppt. Das zeige ich mal. Also das untere MTS wird gesäubert. Oben haben wir auf dem Stundenchart aber dieses MTS auch noch. Okay, das zeige ich jetzt mal im Detail. Ja, und zwar, hier hatte ich die Wahl. Weil ich möchte natürlich insgesamt schon in den Pfund Yen rein shorten. Denn auf dem hohen Zeitrahmen haben wir eine Art Damani Switch. Das heißt, der Preis ist überstretched. Wir haben Longies, also das kann ganz nach unten gehen hier. Da möchte man Short rein. Aber hier habe ich ein bisschen übertradet. Anstatt, ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe und setze meinen eigenen Stop weit genug weg von diesem oberen MTS. Das wäre die bessere Wahl gewesen. Aber ich habe hier ein bisschen übertradet. Ich wollte erst Long hin zum MTS traden. Und dann habe ich hier ein Short Limit platziert, damit ich dann direkt nach dem TP auch nochmal Short reinkomme. Aber in dem Fall hier ging der Pfund Yen erst runter, hat mich rausgestoppt. Und dann aber sieht man ja, dass der Preis nochmal hochgehen wird, um das andere MTS zu holen. Das habe ich getradet, ja. Habe ich ein paar Pips wieder zurückgeholt, diesen Move. Aber dann das gleiche Problem, wir haben das große MTS immer noch über dem Stop. Hier habe ich tatsächlich nochmal runtergescalpt, also Post-Stop-Hunt, Pullback, ja. Das Stop wurde genommen, also atmet der Preis mal, das ist fortgeschrittene, aber sehr handelbar. Aber nächste Woche, also wenn da oben das MTS gesäubert wird, versuche ich einen Short zu platzieren, um diese ganze Thematik hier zu handeln, wonach diesem Damani Switch wirklich der Pfund Yen zum Beispiel diesen leitenden Durchschnitt hier abgreifen könnte, zum Beispiel. Orion hat eine ähnliche Geschichte gemacht, oben das MTS wird natürlich genommen, schöner Long Scalp, Entschuldigung, 12. hier. Und hier sehen wir auch am 13. ja genau diese typische Situation. Headfake. Die Area hier, diese Zone wurde gesäubert. Also gehen sie runter und machen einen Pullback hin zu der Order Gap Zone. Fortgeschrittene Trader dürfen hier reinshorten als Post-Stop-Punt-Trade. Ja. Und dann nehmen sie auch noch da unten das MTS raus. Das war ein schöner Short-Trade, den ich auch gefangen habe. Und vorher gesagt habe. Okay, weiter geht's. Euro-Aussie war unten an der Range. Das war ein schöner Trade am 13. MTS unter dem Preis. Grail Pattern, also runter shorten hin zu dem Target. Das war ein schöner Trade, wie vorher gesagt. Und die paar Shorties können das Ganze auch im Prinzip nur verzögern. Das wird trotzdem passieren. Ja. Und auf dem höheren Zeitrahmen sieht man auch hier, wie der gleitende Durchschnitt gegen die Longies genommen wurde. Ja. Klare Geschichte hier. Deswegen analysieren wir immer die verschiedenen Zeitframes. Im Pound Aussie die gleiche Geschichte. Billiger Eintritt Short Richtung Moving Averages gegen die expandierenden Damani-Käufer. Ja? Nicht schwer.
Gold war ein bisschen tricky. Erst ging es nach oben Richtung OST gegen die Shorties, aber dann ging es nach unten, bis Shorties reinkamen. Das war ein schöner Long Trade hin zu dem MTS. Das war ein guter Trade. Und im Silber war das Ganze genauso, aber mit Longies, das heißt, das war fortgeschrittener. Mal schauen, wenn Longies reinkommen, gehen sie vielleicht wieder runter nächste Woche. Das bleibt es abzuwarten. Im Bitcoin am 11. sehen wir MTS über den Preis, aber immer noch da waren die Käufer im Weg. Wir brauchen zumindest ein paar Shorties, damit er hochgeht. Das heißt, wenn ein paar Shorties hier reinkommen, dann geht es nach oben. Okay, also ihr seht ein paar schöne Trades, ein paar trickige Sachen wie hier bei dem Pfundchen, aber selbst wenn man rausgestoppt wird, kann man nochmal zurückkommen in der gleichen Woche. Es ist wichtig halt, dass man diszipliniert bleibt. Wir machen kein Revenge Trading. Oftmals, wenn man rausgestoppt wird, ist es gut, einen anderen Markt danach zu traden, aber manchmal, wie gesagt, wie man hier auch sieht, gibt es dann nochmal einen Trade, zum Beispiel in die Gegenrichtung. Das kann man dann nehmen, aber nicht versuchen, die P&L zu chasen, wie man sagt, ja. Jeder Trade muss neu bewertet werden, neutral. Egal, was vorher passiert ist, das ist wichtig. Es muss alles immer kontrolliert ablaufen. Ja, man braucht ein stabiles Mindset, eine stabile Psychologie. Man darf sich nicht provozieren lassen vom Markt oder versuchen, irgendwelche imaginären Ziele zu erreichen, ob das jetzt irgendwelche monetären Werte sind, etc. Es ist wichtig, ja, also wirklich neutral jeden einzelnen Markt zu analysieren, egal zu welchem Zeitpunkt. Ich wünsche euch alles Gute.